Okay, es geht weiter. Zeigen. Was zeige ich Ihnen denn? Objekte. Vielleicht wieder ein Keks. Kann ja sein. Ach, mein MB, okay. Okay, dann gehen wir mal zu dem Mädchen hier. Vielleicht ist ihr Bruder endlich da. Vielleicht ist ihr Bruder endlich mal da. Aber trotzdem. Was ist das denn? Was machen wir mit diesem ganzen Geld hier? Okay, diese Seite habe ich alles gefüllt. Super. Aber trotzdem, das ist übertrieben hier. Was haben die? Was haben die so? Warum haben die so viel Geld? Ey, wieso ist das jetzt wieder weniger geworden? Mann. Entscheid dich mal, Spiel. Was willst du machen? Mann, oh Mann. Also was stand denn da drauf? König Seonobart von Kalaila. Ohne den für ihn typischen Bart. Also deswegen Kalaila. Ach, scheiß Mücke. Kalaila. Schwert. Scheiß Mücke. Die Mücken greifen mich an. Nein. Und ich kann jetzt da durch. Aber erst gehe ich mal nach links. Und kann ich jetzt zum Bürgermeister? Oder frag ich ihn mal? Verschwinde selbst, Mann, du alter Sack. Du alter Ritter. Ich gehe mal jetzt mal zu Rex. Vielleicht hat er irgendwas Nützliches zu sagen. Bisher war er nur ein Ratgeber sozusagen für mich. Und ich habe ihn eingescannt, wie ein bester Freund das machen würde. Ich werde jetzt runterspringen. Ich werde jetzt runterspringen, aber so doll. Ich werde so doll runterspringen. Und keiner wird mich hindern. Nein. Und Rex, wo bist du denn? Und reden. Zeigen. Vielleicht will er einen Keks. Aber das geht ja sowieso nicht. Vergessen. Reden und Karte. Vielleicht solltest du einmal vorbeigehen. Ich war schon da, Mann. Du bist längst hängen geblieben. Und Minja, mit dir rede ich auch noch einmal und danach fertig. Reden. Will dann keiner mit mir spielen? Ich glaube, du bist der Einzige, der mit mir spielen will, Onkel. Na gut, dann gebe ich dir meine allerkostbarste Puppe. Okay, sie hat mir eine Puppe gegeben. Lass uns später wieder spielen. Wieso bist du jetzt wieder abgehauen? Was ich wohl mit der Puppe machen kann. Finde ich mal später raus. Ich gehe mal jetzt mal weiter. Ich finde es auch voll geil, dass man hier überall speichern kann, egal in welcher Situation man ist. Das ist am besten bei diesem Spiel. Aber erst gehe ich mal hoch und gehe mal durch das Tor, wo der alte Soldat da war. Oder soll ich mal Fizz besuchen, diesen alten, perversen Bastard? Hey! Nein, ich will keinen Rat von dir, du alter Sack, du bist komisch. Hey, reden. Übrigens, dieses Mädchen in der Stadt, Fana, ist ein wirklich süßes Ding. Ich hoffe, dass sie wieder gesund wird. Wieso brauchst... Ich habe sie schon besucht, alter Sack. Du bist der Einzige, der hängen geblieben ist. Okay. Dort. Er ist da lang gelaufen. Hinterher. Was jetzt passiert? Was denn da los? Lady Dorothea? Dorothea? Bitte komm zurück. Was nun? Was war das denn? War es ein Meerschweinchen oder was? Guri, Guri, wo steckst du denn? Okay, die hat uns eine gegeben. Humpf. Du Schwachkopf, steh mir nicht im Weg herum. Zieh Leine, verschwinde, Tölpel. Oha, der nächste schräge Vogel. Was auch. Gut gesagt, Rempo. Was auch immer. Ich habe nicht die Zeit, mich mit dir zu streiten. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Oh, eine Katze ist das. Guri Guri, du bist also. Da bist du also. Braver Junge. Und nun zu dir. Bist du aus der Stadt?
Gutes Timing, ein Eindringling aus dem Kaiserreich versteckt sich in der Stadt. Du wirst mir helfen, ihn zu finden. Ich muss ihn sehen. Pff, verschwende nicht unsere Zeit. Komm schon, Roxette, vergiss sie. Wie kannst du nur? Du wagst es, Befehle von Prinzessin Dorifa zu verweigern? Nein, nein, nein! Du wirst mir helfen, keine Widerrede. Igitt, die ist ja ganz wild. Roxas, wir müssen aufhalten. Ich halte ihr Geschrei nicht länger aus, ich auch nicht. Also hilfst du mir? Zeig ihr die Gegend. Ich danke dir für dein Verständnis. Jetzt wirst du nicht mich begleiten, aber... Was jetzt? Was ist jetzt los? Oh nein, nicht so ein Ritter. Das ist das Buch der Prophezeiung. Dafür hat es sich bereits gelohnt, sich heimlich in die Stadt einzuschleichen. Hehehe. Also der ist das, der sich eingeschlichen hat. Okay, den werde ich töten. Wer um alles in der Welt seid ihr? Diese Rüstung, ihr kommt also aus dem Waisenreich. Du musst es mir sagen, ist mein geliebter Prinz Waldo... Achtung, pass auf! Das ist kein Mensch! Hehe, aus dem Weg, Ungeziefer! Och du Scheiße! Hau lieber ab! Gute Katze! Du Mistgestalt, was schlagst du die Katze? Mach schon, Roxas! Ich poliere ihnen die Fresse aber richtig! Komm her! Jetzt von hinten! Jetzt von vorne, du Spasti! Komm her, du Spasti, was schlagst du eine Katze? Und du wolltest auch die Prinzessin schlagen, hast du keine Ehre, du Horn. Komm her, aber wie kann ich aber den Move einsetzen? Ich weiß gar nicht, wie man abwehrt. Schneller bereit. Aber wie soll ich den Spezialmanöver einsetzen, Mann? Vielleicht mit das? Ach so, ja, stimmt, das kann man auch noch machen. Wie soll ich den Spezialmanöver machen? Was ist das denn? Ach so! Ah, okay. Komm her. Du. Oh nein, ich bin bald tot. Männermanöver. Ja, stirb, stirb! Stirb, 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 stirb! Ich darf nicht sterben! Stirb! Ah, ich hab gewonnen! So knapp! Verdammt nochmal! Lady Dorifa! Da seid ihr ja! Nein, Guri Guri, du darfst nicht sterben! Oh, die arme Katze! Roxas, das Buch der Prophezeiung, du musst es benutzen. Mach erst einmal einen Kurzscan bei der Katze. Also ich glaube, er zeigt dir, wie man die anderen heilen kann. Okay, die Katze habe ich jetzt gescannt. Zieh dir ihre Seite genau an, dort wirst du einen Hundcode entdecken. Okay, entferne den Code, um sie zu heilen, aber das Entfernen geht nicht einfach so. Um den Code zu entfernen, musst du den Eintrag mit anderen Codes ändern. Bis du den richtigen Eintrag gefunden hast. Aber jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente. Du musst der Katze den Eintrag Lebenskraft geben. Um Lebenskraft zu erhalten, brauchst du die Kurz, Licht und Hoffnung. Dann kannst du sie retten. Jetzt such nach den Kurz, Licht und Hoff. Warte, hab ich das nicht? Ja, okay. Mann. Okay. Okay, ich muss jetzt irgendwie Hoffnung finden. Warte, Hoffnung hab ich doch. Charaktere. Geister. Wie soll ich meine MB auffüllen, Mann? Ja, okay, ich hab's verstanden. Verpiss dich. Ich will die arme Katze helfen. Die Katze hat so gelitten. Arme Katze. Muss ich jetzt die ganze Zeit noch rumlaufen, oder wie? Ich bin krank. Guck mich an. Ah.
Kann ich jetzt das machen? Charaktere, Spieler, hier. Okay, ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ich dachte schon, dass ein Monster dieses Hähnchen da oben. Warte, vielleicht gehen wir mal zum Friedhof. Zum Arena hier. Und jetzt mal zum Friedhof. Gibt's hier irgendwas? Wohl nicht. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.